Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. Wir hatten ja im letzten Part gesagt, wir starten die Mission nochmal neu. Das habe ich getan. Wir klicken mal. Der Zirkusdirektor führt dich zu den Tiergehegen. Du erkennst auf den ersten Blick, dass bei der Gehegeausstattung überhaupt nicht auf die Bedürfnisse der Tiere eingegangen wird. Der Zirkusdirektor verspricht dir, alles zu beschaffen, was die Tiere zum Glücklichsein brauchen. Fang also an, die Gehege angemessen auszustatten. Ja gut, das kennen wir ja schon. Hier waren wir ja schon mal. Dann fangen wir mal an bei den Löwen. Und diesmal wird nichts unbedacht einfach so verkauft. Einen weicheren Boden brauchen die. Die kriegen das hier. Und den machen wir kleiner da hinten. So. Was zum Kratzen, aber sicher. Dann bekommt ihr noch eine Höhle. So. Kratzen hatten wir. Da können wir gleich zwei reinpacken. Und das war's dann bei denen auch erstmal. Der Bär. Bärchi, wo bist du? Ich will mich an etwas kratzen. Gib mir bitte einen weicheren Boden. Wie gerne wäre ich wieder in den Bergen. Du willst dich an etwas kratzen. Das kannst du da hinten tun. Einen weicheren Boden. Einmal hier lang Gras. Der ist weich. Und Erde, die ist auch weich. So, Herr Bär. Ich wäre gerne wieder in den Bergen. Ja, da können wir doch sicherlich auch ein ganz klein bisschen nachhelfen. So, und nun? Mir geht's prima. Okay. So, Pferdchen. Ich will über ein Hindernis springen. Bitte gib mir einen weicheren Boden. Boden machen wir Gras. Das ist schon mal gut. Etwas springen. Natürlich sollt ihr auch springen können. Ein Stein und noch ein Stein. Und was haben wir noch? Sonst eigentlich erstmal nichts, ne? Erstmal, was hat denn der Bär jetzt? Ich will klettern. Okay. Klettern. Kann ich denn das Ding hinstellen? Da passt der hin. Da, so. Okay. Die sind erstmal zufrieden. Lassen wir das erstmal. Insekten sind meine Spezialität. Ich will klettern. Ich suche mir was zum Hangeln. Ich will über ein Hindernis springen. Okay, die brauchen erstmal Insekten. Dann wollen die über ein Hindernis springen. Dann brauchen die was zum Hangeln. Dann würde ich denen doch ganz gerne dieses süße Baumhaus geben. Was war noch? Insekten, klettern. Ich suche mir jetzt was zum Hangeln. Klettern. Klettern hatten wir doch hier dieses Ding, was wir auch beim Bären reingemacht haben. So, da sind jetzt erstmal alle zufrieden. Ja, ich glaube, dann sind die Affen doch eigentlich, müssten die jetzt auch gleich zufrieden sein, theoretisch. Einen weicheren Boden, hat er gerade gesagt. Ich weiß nicht, ob die Gras mögen. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Wenn der dann zu weich ist, müssen wir halt was ändern. So. Ich will klettern, Insekten. Über ein Hindernis springen. Dann lassen wir die mal einen Augenblick. Ich wäre gerne wieder in den Bergen. Ja, dann geh doch in die Berge. So. Abbrechen. Nein. Dahin.
Guck mal, da sind Berge. Da habe ich dir extra Berge gemacht. So kannst du glücklich sein. So. Okay. Die müssen jetzt sich erstmal da bewegen. Ich will mich an etwas kratzen. Ich will klettern. Gib mir einen weicheren Boden. Leider hält sich auch die Zahl der Zirkusbesucher in Grenzen. Den Zuschauern wird neben den Vorführungen viel zu wenig geboten, wie du findest. Hilf dem Zirkusdirektor dabei, die Zirkusbesucher zufriedenzustellen. Okay, machen wir. So, erstmal die Viecher weiter versorgen, dass wir die auf jeden Fall hier glücklich bekommen. Einen weicheren Boden, obwohl ich glaube, die mögen auch eher das hier, ne? So wie die Löwen auch. Ich will klettern. Ich würde gerne etwas schwimmen. Klettern kriegen wir hin. Klettern. Hindernis. So, okay. Einen weicheren Boden. Vielleicht ein bisschen Erde noch hier und da. Vielleicht mögen die auch eher wirklich was Weiches. Hast du jetzt einen weichen Boden? Machen wir da Erde draus. So. Und dann machen wir hier Gras hin. Zufrieden? Schwimmen, ich will klettern. Okay, das könnt ihr machen. Das ist alles kein Problem. Was ist bei den Löwen? Mir ist so kalt. Okay. Dann brauchen wir da einen Heizstrahler. Den wir, würde ich jetzt einfach mal hier hinstellen. Dann decken wir die anderen Gehege auch schon ab. Ich weiß zwar nicht, ob der Bär es unbedingt warm braucht. Ich will klettern. Ja, klettert doch. Okay. Gut, dann würde ich mich jetzt um die Bedürfnisse der Besucher kümmern. Die wollen beobachten können. So. Und hier noch ein bisschen Beobachtung hin. Was ist denn da los? Eine gute Aussicht wäre schön. Mehr Dekoration wäre toll. Ich würde gerne mehr Pflanzen sehen. Okay, wir machen das schon. Wir kriegen das schon hin. Kriegen die Leute hier schon zufrieden. So, okay. Das war, da stehen schon ein paar Geschäfte rum. Das ist doch schon mal schön. Souvenirladen. Na, Souvenirs sind immer gut. Verkaufen sich ja auch immer gut. So, okay. Dann Bäume auf jeden Fall schon mal hier mit hin. Und Bäume bedeutet, wir brauchen einen Gärtner. Und so trocknen uns die nämlich. Und da würde ich natürlich einen einstellen wollen, den wir erstmal hier vorne hinstellen. Kann ich das vergrößern hier noch? Nee, aber ich kann das ein wenig verschieben. So, okay, dass zumindest ein Teil schon mal abgedeckt ist vom Gärtner. Dann Deko. So, ich stelle das Ganze einfach jetzt so ein bisschen in der Gegend hin. Also nicht wundern, wenn das alles nicht so hundertprozentig akkurat hier rumsteht. Denn ich will eigentlich mit den Tutorials, also mit den Missionen, relativ schnell durch sein dann auch. Denn ich würde ganz gerne ins Freispiel wechseln.
Aber ich wollte eigentlich erst die ganze Mission fertig machen, um eben dann ja auch alles zu wissen, was es eben zu wissen gibt hier. So, was können wir denn noch hier hinstellen? Wir brauchen einen Getränkeladen. Eine Pommesbude. Einen Weg. So. Okay. Mülleimer. Leute, was habt ihr hier noch? Eine gute Aussicht wäre schön, gibt es ja nichts zu trinken. Sollen das alle Türe sein? Nee, eigentlich nicht. Aber zu trinken gab es doch auch was. Hier haben wir noch eine Streichelbox. Und einen Rodeo. Und da stellen wir Bäume um zu. So. Okay, dann brauchen wir noch ein bisschen Dekoration. Da muss noch irgendwo ein bisschen Deko hin. Dahin, genau. Dann kann man hier eigentlich mal eine große Deko hinstellen. Und dann machen wir einen Weg hin. Puh, das wird aber kalt hier. So, die Löwen. Was habt ihr? Ich will klettern. Da ist doch was zum Klettern. Dann kletter doch. Ich will klettern. Wollen die mich in irgendeiner Weise veräppeln? Da kannst du klettern. Und ihr? Mir ist so kalt. Und die brauchen also auch einen Strahler. Ich kann mir vorstellen, dass die Tiger auch einen brauchen. Stellen wir den doch gleich so hin, dass die hier auch versorgt sind. So, okay. Die scheinen alle zufrieden zu sein. Das ist schön. Dann weiter. Eine gute Aussicht wäre schön. Ich muss hier jetzt ja erstmal mit der Deko klarkommen. Das nicht. Was haben wir denn hier jetzt noch? Ein Geldautomat wäre natürlich auch absolut brauchbar. Können wir da einen hinstellen? Haben wir? Milchbar haben wir noch nicht. Und hier so ein Schaukelpferd-Dingensen. Cool. Okay, so Leute, was kann ich noch für euch tun? Mehr Dekoration, mehr Pflanzen. Okay, noch mehr Pflanzen, mehr Dekoration. Einfach mal hinstellen hier. So, Dekoration. Was haben wir denn hier? Wir haben hier noch so einen Satteldingensen. Wir haben hier noch einen Brunnen. Wir haben ein Amboss. Und natürlich Pflanzen, irgendwas Kleines hier noch. So, okay. Dann, ja, ich weiß nicht. Und noch einen Brunnen, den können wir auch da hinstellen. Hier stellen wir jetzt einfach mal alles voller Grünzeugs hin. So, okay. Was wollt ihr denn noch? Gerne würde ich auf etwas reiten. Gibt es da irgendwo? Gibt es so komische Dinger? Okay. Jetzt ist die Frage, ob das reicht, wenn ich hier die Seite fertig mache, weil hier hinten ist ja auch noch so viel Platz. Oder ob ich da auch noch Stein
Stände und so hinstellen sollte. So, hier können wir nochmal so Teile hinpacken, so kleine. Ich setze mich aufs Pferdchen-Dinger. So. Nehmen wir doch den Baum mal. Das ist mal was anderes, okay. Ja. Dann noch ein Mülleimer wäre toll. Und dann ist der Part schon wieder zu Ende. Mal gucken, wo stehen wir jetzt? Besucherzufriedenheit von 92, 98 müssen wir haben. Sind wir also wirklich auf einem guten Weg. Okay, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns doch im nächsten Part wieder. Also bis dann. Ciao, ciao.